Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute ausschließlich hier im Radio zu hören. Das WDR-Fernsehen ist nicht dabei. Aber ihr seid da und das freut mich, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Wir haben wie immer montags eine freie Themennacht. Dann ruft mich an. Unsere Leitungen sind natürlich geschaltet. Schon seit einer Stunde. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Und ihr könnt faxen unter 0800 5678 110. Erster Anruf von heute Nacht, diese Woche ist Melanie und Melanie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Melanie! Melanie schweigt. Ich versuch's nochmal. Melanie, hallo? Ja, da läuft irgendjemand. Hey, Melanie! Hallo? Wo bist du? Die Nation wartet auf dich. Ja, ich hab's gemerkt. Also, jetzt bist du da. Ja, jetzt bin ich da. Du bist meine erste Anruferin heute Nacht und diese Woche. Ja. Und um was geht's denn? Ja, es geht darum, und zwar habe ich seit anderthalb Jahren eine Beziehung mit einem 25-jährigen Mann. Mhm. Und ja, wo das letztes Jahr alles angefangen ist, hatte er auch zu dem Zeitpunkt keine Freundin. Mhm. Dann waren wir letztes Jahr halt getrennt und dann habe ich im Nachhinein erfahren, der Grund war, dass seine Ex-Freundin halt erfahren hat, dass die schwanger von ihm ist. Mhm. Die Kinder hat sie auch bekommen letztes Jahr, Ende letztes Jahr. Die Kinder? Ja, sind zwei. Ach, sind Zwillinge. Ja, genau. Sag mal, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil du das so besonders betont hast. Der Mann ist 25, der ist nicht 25 Jahre älter als du. Nee, er ist 25 Jahre. Er ist 25 Jahre? Ja, genau. Ja. Nicht okay. 25 Jahre älter. Nee, weil du sagst, ich mit einem 25-jährigen Mann. Ja. Aber das ist ja nicht ganz so, nicht sehr ja, viel älter als du. Ja, nur halt, ja, ich hätte das nicht von dem 25-Jährigen gedacht, sagen wir mal so, dass er sich jetzt so im Nachhinein verhält, weil er hat die Frau dann Anfang des Jahres auch geheiratet. Mhm. Und da waren wir halt auch auseinander und kamen dann im Nachhinein mit dem Grund, er hätte es gemacht aufgrund der Kinder. Nur ich sag mal, wenn ich die Frau nicht lieb, dann gehe ich sie auch nicht heiraten aufgrund der Kinder. Mhm. Und ja, jetzt läuft das Ganze schon wieder. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Palaver und hält mich dann hin und sagt, er lässt sich scheiden und so weiter. Nur da passiert halt nicht viel. Ne? Also es ist ein beständiges Hin und Her. Ja, genau. Mal so, dann ja, ist er auch jetzt noch verheiratet und ist Papa von zwei Kindern. Ja, genau. Da läuft zwar wohl angeblich nichts mehr. Sie weiß auch, dass da eine andere ist. Mhm. Sie weiß zwar nicht, dass ich es bin, aber sie weiß es halt und er wohnt auch noch da. Ja. Er sagt zwar auch immer, ja, er sucht sich eine Wohnung oder so, aber das macht er schon angeblich seit Anfang des Jahres und hat immer noch keine. Und ich denke mal, wenn ich eine Wohnung finden will, ich hatte innerhalb von zwei Wochen eine, wieso er nicht? Ja, also du klingst aber schon ziemlich ja, enttäuscht, ne, von ihm. Ja, meine Geduld ist langsam am Ende, nur ich kann auch nicht mit und ich kann auch nicht ohne ihn. Ne? Mhm, also ich habe ihm schon oft gesagt, ich habe ihm schon Fristen gesetzt und dann bin ich aber immer wieder die Blöde, die ihn anruft und das, dann sage ich zu ihm, ja, ich habe das nicht so gemeint und dann ist wieder alles in Ordnung. Wie lange läuft denn jetzt die neueste Phase der Geschichte? Seit Ende August. Ja, seit Ende August. Gibt er irgendeine Perspektive? Sagt er, also gib mir noch Zeit und dann regeln wir das oder so? Ja, er hat zu mir im Oktober gesagt, oder ja, Ende September war das, er wäre beim Anwalt gewesen, hat sich schon mal schlau gemacht und so weiter, hat auch mit seinen Eltern darüber gesprochen, das stimmt auch alles. Mhm. Und nur er kann das nicht alles so überstürzen. Man ist nicht von heute auf morgen geschieden. Ich meine, da hat er ja auch recht, so schnell geht das ja nicht. Mhm. Und er hätte aber sich angeblich auch eine Wohnung angeguckt, nur er wohnt halt noch da. Mhm. Also aus dem Ton, wie du das alles erzählst, klingt es wirklich, als seist du völlig abgefuckt mittlerweile von dem Typ. Ja, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Nur ich sag dann immer, weil ich denk mal, ich habe auch einen gewissen Stolz, nur ich krieg das irgendwie halt nicht auf die Reihe, das Ganze wirklich richtig zu beenden, weil dann höre ich zwei Tage nichts von ihm und dann bin ich wieder total am Ende. Weißt du, Melanie, wenn man so drauf ist, dann ist man noch nicht genügend gedemütigt worden, glaube ich. Denn irgendwann, glaube ich, setzt auch so ein Selbsterhaltungstrieb ein, dass man sagt, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja. Offensichtlich ist es noch nicht schlimm genug. Es ist schon sehr schlimm. Also die Wirkung, glaube ich, hat schon es hat schon eine Wirkung gezeigt, wie er sich verhalten hat bei dir. Was empfindest du? Würdest du sagen, dass da
Ist das eine Abhängigkeit oder ist das eine noch eine Liebe, die dich zu dem zieht und verbindet? Ich denke mal eher, dass das mittlerweile schon Abhängigkeit geworden ist. Ich glaube nicht mehr daran, dass es Liebe ist. So, war es wahrscheinlich am Anfang, aber jetzt nicht mehr. Ja. So, das ist ja schon eine gewichtige Einsicht, wenn du das so siehst und generell so enttäuscht von dem bist, dann gibt es nur die einzige Möglichkeit, dass du wirklich in kleinsten Kleinigkeiten dich versuchst zu disziplinieren, von dem wegzukommen. Ja, das habe ich schon so oft probiert. Ja, da musst du wieder versuchen. Ich bin im Oktober 2 Wochen im Urlaub geflogen, habe mich 2 Wochen nicht bei ihm gemeldet und danach bin ich wiedergekommen, habe ihn angerufen, dann war wieder alles in Ordnung. So, und solche Schritte, das sind immer wieder Rückschritte, die du machst. Aber ich meine, es sind immer wieder Versuche. Die musst du immer wieder machen. Die musst du immer und immer wieder machen, bis es dir gelingt, davon wegzukommen. Das ist eine Frage der Disziplin. Das ist eine Frage deiner Disziplin, indem du sagst, rational sehe ich ein, dass es mit dem nichts gibt. Mhm. Und ich denke, du urteilst ja schlecht über ihn. So kann man das ja sagen. Ja, das war richtig so. So. Ja gut, aber wenn er da ist, ist es anders. Ja gut, dann setzt er wieder die Irratio ein. Und dagegen musst du einfach arbeiten. Und immer wieder und immer wieder. Da kann dir kein Mensch behelfen. Ich finde gut, dass du schon einsichtsmäßig so weit bist. Durchziehen musst du es alleine hinterher. Ja, aber das ist das, was ich nicht schaffe. Das wirst du schaffen, ich garantiere es dir. Also ich weiß, dass das alles scheiße ist und dass ich mit dem Mann auch keine Zukunft habe, alleine schon aufgrund der 2 Kinder und so weiter. Was soll das alles noch großartig bringen? Das bringt eigentlich alles nichts, nur das Ganze umzusetzen. Wenn er da ist, bin ich froh, dass er da ist. Dann sagt er auch oft, ich komme und dann meldet er sich mal wieder ein paar Tage nicht, dann ruft er wieder an. Merkst du, dass du jammerst? Ja. Jammern, ich leide mich mittlerweile selber. Und jammern ist immer schlecht. Du jammerst, dass du es nicht schaffst. Was auch verständlich ist, weil das natürlich sehr schwer ist und alle werden da mitfühlen. Aber letztendlich kannst du nur dagegen, da hilft auch kein Jammern, du kannst nur dagegen angehen, indem du es immer und immer wieder versuchst. Das ist so, als wenn man aus einer Sucht rauskommen will. Und so ist das in Liebesgeschichten auch manchmal. Ich will jetzt kein Ja-Aber mehr hören. Das bringt nichts. Du musst es tun. Du musst es immer wieder versuchen. Nimmst dir morgen wieder neu aufs Neue vor. Und bei der 10. Niederlage, beim 10. Rückfall, beim 11. Mal wird's vielleicht klappen. Aber du meinst auch, hat keinen Sinn, ne? Nee, so wie du redest über den, hat's keinen Sinn. Nur weg. Schnell, so schnell wie möglich weg. Der blockiert ja dein Leben, Melanie. Ne? Das glaube ich nämlich, dass du, solange du mit dem in irgendeiner Weise da verwurstelt bist, hast du auch gar keine offenen Augen für andere Jungs oder andere Männer. Ja, das stimmt. Ja, und das muss anders werden. So, jetzt sei eine starke Frau. Irgendwann wirst du stolz drauf sein, dass du es geschafft hast. Ich garantiere es. Okay? Ja, ich werde mich dann nochmal bei dir melden, wenn ich es geschafft habe. Ja, das fände ich sehr nett. Alles Gute. Okay, vielen Dank, Tobias. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über was. Jedes Thema ist hier willkommen. Und willkommen ist auch Daniel. Daniel ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Daniel, gehen wir gleich etwas näher ans Telefon. Du klingst sehr weit weg. Ich habe ein Handy. Okay, wir versuchen es. Um was geht's? Um eine Alkoholsucht. Deine? Ja. Du bist Alkoholiker? Ja. Hast du jetzt im Moment auch getrunken? Nein. Wann trinkst du denn immer? Wenn Probleme anstehen. Also nicht regelmäßig jeden Tag? Nee. Wie viel trinkst du dann? 6 bis 8 Dosen. Bier? Ja. Und wie viel oft kommt das so im Monat vor? Oder in der Woche? In der Woche? In der Woche. Ich habe dadurch meine Familie schon fast kaputt gemacht. Naja, ich habe gerade gefragt, wie oft das so vorkommt in der Woche, dass du dir so viel Alkohol reinziehst? Wenn Probleme anstehen. Wie Familienprobleme. Ja, habe ich verstanden. Aber ich frage es nochmal, wie oft das passiert, dass du dir die Kante gibst? Kommt drauf an. Ich will nur ungefähr mir ein Bild machen können, Daniel, deswegen frage ich das. Wie oft kommt das in der Woche vor? Wie oft bist du in der Woche besoffen? Ey, im Moment halte ich da 2 Monate schon aus. Ohne zu trinken? Hm? 2 Monate hältst du es aus, im Moment ohne zu trinken? Ja. Das war schon mal gut. Und wie lange lief das vorher? Seit 2 Monaten.
Zwei Monate nur? Nein, die Alkoholsucht, die ist schon seit 98. Seit 98, mhm. Wie kommt es denn, dass du das jetzt schaffst, doch relativ trocken zu sein seit einigen Wochen? Das frage ich mich auch. War das früher nicht so, dass du so längere Abstände hattest? Nee. Da war ich fast jeden Tag. Mhm. Ist denn vor zwei Monaten irgendwas was geschehen? Ich war auf einer Handelsschule. Ja. Und dann... Ich habe mir Sorgen um meine Eltern gemacht. Und dann die Handelsschule noch. Und das passt irgendwie nicht. Also es ist vor zwei Monaten nicht was irgendwas passiert, dass du seit diesem Moment habe ich die Finger weggelassen vom Alkohol. Das ist nicht der Fall. Ja, weil meine Mutter damit nicht umgehen kann. Du sagtest vorhin auch schon, dass du die Familie irgendwie kaputt gemacht hast. Ja. Was meinst du damit? Erzähl mal. Ja, meine Mutter, die ist nervlich kaputt. Durch mich und meinen leiblichen Vater. Was hat der leibliche Vater damit zu tun? Der hat mich gegen meine Mutter aufgewiegelt. Ja. Hat mir irgendwas erzählt und ich habe ihr das als Vorwurf gemacht. Ja. So, und dann ist halt passiert. Dass du Alkohol getrunken hast? Ja. Mhm. Dann durch die... Das war ja jetzt nicht die erste Handelsschule, die ich probierte abzumachen. Mhm. Das war ja schon die zweite. Also du bist da rausgeflogen aus der Handelsschule? Ja. Vor zwei Monaten? Jo. Ah. Mhm. Was meinte ich vorhin, ob da was vorgefallen ist? Hm? Lebt deine Mutter noch mit dem Vater in einem Haushalt? Nein, meine Mutter, die ist seit fast 12 Jahren wieder verheiratet. Ja. Und deine Mutter ist verzweifelt darüber, dass ihr Junge säuft? Verzweifelt darüber, dass ihr Junge irgendwie nichts auf die Reihe kriegt? Genau. Und das macht dir große Probleme und große Gewissensbisse? Da krieg ich eine Krise dran. Ja. Wo lebst du zurzeit da? Hast du eine eigene Wohnung? Nee, ich lebe bei meiner Mutter. Bei der Mutter? Also in der Familie, auch mit dem neuen, mit dem Stiefvater? Ja. Wie kommst du mit dem aus? Ja, es geht. Und was machst du den ganzen Tag über so? Ja, aufstehen, lesen, Musik hören. Also rumhängen, abhängen. Ja. Mhm. Ja, und jetzt stehe ich kurz vor einem Wohnheim. Was? Vor einem Platz in einem Ja, in ein Wohnheim sollst du gehen? Ja. Willst du das oder will deine Mutter das? Meine Mutter. Weil die sagt, sie kann nicht mehr. Ja. Mhm. Hast du vorher eigentlich mal irgendwas gelernt, einen Beruf? Nee. Gar nichts. Ich wollte meinen 10B-Abschluss nachmachen. Mhm. Ich meine, seit 98 ist eine lange Zeit, das sind 4 Jahre. Da warst du, du bist jetzt 24, ne? Was hast du denn bis zu deinem 20. Lebensjahr gemacht, als du noch nicht so viel Alkohol getrunken hast? Probiert einen Job zu kriegen. Mhm. Ich habe meinen 10A-Abschluss gemacht. Ja, und das war es. Mhm. Waren da auch immer große Probleme mit der Mutter angesagt? In der ja. Auch. Mhm. Weil da hat das ja mit meinem Vater schon angefangen. Ja. Und es kann ja auch sein, dass aufgrund dieser ganzen Probleme du dann auch zum Alkohol gegriffen hast, ne? Weil du dich damit betäubt hast. Ne? Ja, vor allen Dingen. Der muss ja auch Unterhalt zahlen. Dein Vater? Ja. Mhm. Und der hat mich zweimal in einem Jahr, ich glaube innerhalb von 1 oder 2 Monaten, hat er mich vor Gericht gezogen. Mhm. Ja, und dann wollte er gegen meine Mutter angehen. Also die Familienverhältnisse sind absolut zerrüttet, ne? So hört sich das an. Mhm. Hast du wirklich nichts getrunken im Moment? Ich habe nichts getrunken. Mhm. So, nun hast du ja selbst eingesehen und sagst selbst, ich habe ein Problem mit Alkohol. Ja, aber das erstmal in die
in die andere Richtung umzusetzen. Das ist das Schwierige. Was meinst du mit andere Richtung? Wenn ich davon bleib. Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich meine, es ist ja immer schon eine gute Einsicht, wenn man sagt, ich habe damit ein Problem. Viele Alkoholiker wischen das ja vom Tisch und sagen, nö, ich kann damit umgehen. Aber du sagst es anders. Hm. Das Allerklügste wäre ja jetzt, wenn du in eine Entziehung gehen würdest. Warum? Da gibt es ein kleines Problem. Nämlich? Und die Krankenkasse bezahlt die nicht. Da bin ich nicht so sicher. Doch. Hast du dich da schon erkundigt? Die Kur, die ist schon zweimal abgelehnt worden. Ja, du sollst ja auch in keine Kur, du sollst in eine richtige Suchtklinik. Ja, ja. Ist schon zweimal abgelehnt worden. Mhm. Das werden wir gleich mal mit meinem Psychologen besprechen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn du ein akutes Alkoholproblem hast, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Das glaube ich fast nicht. Fast die Sorge, dass das nicht richtig eingereicht worden ist. Hast du denn einen Arzt, der sich da ein bisschen um dich kümmert? Mein Hausarzt, der wusste ja Bescheid. Ja. Ich habe schon 3 Entgiftungen gemacht. Die hast du schon gemacht? Ja, ja. Wo hast du die gemacht? In der Klinik? In Hagen. Also in so Kliniken hast du die gemacht? Ja, in einem Krankenhaus. In einem Krankenhaus, mhm. Weißt du, Daniel, das ist ja so ein Teufelskreis. Das hat ja seine Ursache, warum du immer wieder zum Alkohol greifst. Ja. Und das Allerbeste wäre natürlich, wenn man die Ursachen rausbekäme. Ich glaube, dass eine ganze Menge in dir in den letzten Jahren oder letzten 10 Jahren vielleicht auch schiefgelaufen ist. So seelisch, meine ich. Ja, klar. So. Und wenn da dir jemand bei helfen würde, ein Psychologe, meine ich, dass du so richtig wieder auf den Damm kommst, so was das Geistige und Seelische anbelangt, das wäre das Richtige. Dass du gar nicht mehr in Versuchung gerätst, wieder Alkohol zu trinken. Dass du einfach ein bisschen stabiler wirst, zum Beispiel auch für einen neuen Schulanlauf oder für irgendwas etwas anderes. Für einen neuen Schulanlauf, das kann ich schon immer bringen. Ja, aber irgendwas muss ja passieren. Du bist 24, ein junger Mann von 24. Du kannst ja jetzt nicht dein Leben lang irgendwie einfach nur abhängen. Das geht ja nicht. Nee, das ist schon klar. Was hast du denn? Hast du einen Wunsch, einen Traum, wenn du mal so wünschen könntest? Was du gerne machen würdest? Ich wollte eigentlich Kfz-Mechaniker machen. Mhm. Ja. Aber geht ja nicht. Ich würde das noch nicht aufgeben. Nee, ich bin körperbehindert. Du bist körperbehindert? Ja. Was hast denn du? Spina bifida. Was ist das? Eine Rückenmarkspaltung. Aha. Gut, dann geht das geht dann nicht. Das muss man dann akzeptieren. Hast du noch einen anderen Wunsch, einen Berufswunsch? Eigentlich Kaufmann. Mhm. Und auch noch einen Lebenswunsch, wie du vielleicht gerne mal später leben möchtest? Eine eigene Wohnung. Ja. Ein Auto. Freundin? Eine Freundin habe ich. Eine Freundin hast du? Mhm. Seit fast 13 Monaten. Mhm. Gut, aber du sagst ein Auto, eine eigene Wohnung und vielleicht Kaufmann oder irgend sowas in der Richtung. Ich hätte ja auch fast den Führerschein gehabt. Mhm. Aber da waren ja meine Eltern auch gegen. Ja. Also Nee, ich wollte sagen, jetzt hast du ja schon ein paar Sachen gesagt, für die es sich lohnt, so richtig sich anzustrengen. Hm. Du hast eine Freundin, vielleicht ist da auch der Wunsch, irgendwann mal eine Familie zu haben. Vielleicht sogar mal Kinder später, wer weiß. Aber, ja, dafür, ja. Ne, aber dafür ist es natürlich wichtig, dass du gut im Sattel sitzt. Und damit... Wenn das so einfach wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist für dich, Daniel. Nee. Aber man darf die Flinte auch nicht so früh ins Korn werfen. Nee, werfe ich ja auch nicht. Hm. Deswegen finde ich gut, dass du angerufen hast. Das ist ja auch ein Zeichen, dass du Hilfe suchst. Mhm. Und ich würde dich jetzt gerne weiterreichen an meinen Psychologen, der mitgehört hat. Mhm. Und der wird dir mal ein paar Sachen erzählen, was du machen kannst. Ich finde wichtig, dass du in gute psychologische Betreuung kommst, okay. die auch die Krankenkasse bezahlt, damit du wieder innerlich so richtig auf den Damm kommst und die Kraft kriegst für all das, was du gerne machen würdest wollen. Mhm. Und da soll der Peter, so heißt der Psychologe, dir gleich mal ein bisschen helfen und dir erklären, okay?
Okay. Also Daniel, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war Daniel. Jetzt kommt Jenny. 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Jenny. Ich kann Daniel nur Tipp geben, der packt das bestimmt. Ja, aber... Ich hatte das Problem auch. Du hattest es auch? Hatte, ja. Ist das der Grund deines Anrufes? Nein. Ich ruf an, und zwar, mein Mann, der ist vor 8 Monaten von uns gegangen. Das heißt, er ist gestorben? Nee. Mein Mann, der ist zu einer 16-Jährigen. Ach so, wenn man sagt, von uns gegangen, sagt ja, man weil ich habe noch, wir haben zusammen eine Tochter, die ist 17 Monate alt. Ja. Und ich weiß mir keinen Rat mehr. Der sagt zu anderen, sagt er immer, ja, es ist vorbei, ich will nicht mehr. Und wenn der bei uns ist, dann rede ich ja auch viel mit ihm darüber, weil ich damit nicht klarkomme. Und dann sagt er immer, ja, ich weiß es nicht und er wüsste auch nicht, wie es weiterging. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Jenny, sag mir nochmal, weil ich gerade etwas irritiert war, weil ich dachte, er wäre gestorben durch die Formulierung. Nee, deswegen habe ich nicht ganz auf dem Schirm gerade mehr, wann er sich getrennt hat von... Der ist vor 8 Monaten. Vor 8 Monaten? Ja. Mhm. Und aber er kommt immer zu euch besuchen, weil er das Kind sehen will und sich um das Kind kümmern will. Ja. Mhm. Aber er hat momentan Kontaktsperre. Das heißt, er darf uns nicht sehen, er darf nicht anrufen. Mhm. Weil meine Tochter, wenn der hier ist und der fährt, dann fängt meine Tochter an zu schreien. Warum? Weil sie nicht will, dass er geht. Ach so. Meine Tochter lässt sich auch von mir nicht mehr hinlegen jetzt. Also ich muss eigentlich jeden Abend einen guten Freund von mir anrufen, dass der vorbeikommt und meine Tochter hinlegt. Und deshalb hat er Kontaktsperre? Ja, weil meine Tochter das psychisch fertig macht. Meine Tochter ist seit 12 Wochen nur noch am Erbrechen. Mhm. Die ist mit den Nerven total am Ende. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann auch kaum noch... Aber wie schlimm. Das Kind scheint den Vater sehr zu lieben. Ja. Und deshalb darf sie den Vater nicht mehr sehen. Ja, weil er mich damit kaputt macht. Weil er dich damit kaputt macht? Ja, weil wenn er hier ist und er hat uns besucht und er fährt nach einer Stunde oder nach 10 Minuten wieder, dann fängt meine Tochter an zu weinen. Dann ruft die Papa, und dann läuft die auf den Balkon und dann guckt die dem hinterher. Mhm. Und mich macht das dann auch fertig, weil ich liebe diesen Mann noch. Mhm. Wie lange ist jetzt die Kontaktsperre schon? Die ist jetzt seit Oktober. Ja, und die ist verhängt worden von wem? Von mir, vom Jugendamt. Vom Jugendamt? Ja, weil ich das so wollte. Mhm. Finde ich hart für den Vater, muss ich ehrlich sagen. Aber er ist selbst dann schuld. Weil er euch verlassen hat? Ja, auch. Aber er hat immer wieder gesagt, ich komme zurück, ich weiß nur nicht wann. Na gut, wir müssen mal zwei Sachen auseinanderhalten. Einmal eure Beziehung und einmal, wie man das regelt, dass der Vater das Kind regelmäßig sieht. Er hat die Laura einmal über Nacht, also das ist meine Tochter, der hat die einmal über Nacht gehabt und das war vor 12 Wochen gewesen. Warum hat er sie nicht öfter gehabt? Weil er immer weggeht und tut dann saufen und lässt dann bei seiner Tante das Kind. Ach so. Er kümmert sich ja selbst nicht um das Kind. Ach so, du wirst ihm also auch vor, dass er nicht sorgsam genug mit dem Kind umgeht. Genau. Dass er ab und zu mal vorbeikommt, das ist alles. Und dann wiederum ist alles ganz schlimm, weil das Kind das nicht verkraftet. Genau. Mhm. Also ganz am Anfang, wie der uns verlassen hat, war das meiner Tochter egal gewesen. Mhm. Und jetzt seit 12 Wochen, wo die halt die Nacht bei dem war und die hat so lange geschrien, bis die selbst erbrochen hat. Mhm. Und das hört auch schon gar nicht mehr auf. Mhm. Also ich habe jetzt seit 12 Wochen rund um die Uhr bin ich am Wäschewaschen, nur weil das Kind ständig am Erbrechen ist. Mhm. Er hat dich verlassen wegen einer 16-Jährigen, genau. Sagst du. Mhm. Und die hat ein Kind von 2 Jahren. Ja, und er sagt aber immer wieder, wenn er bei dir ist, dass er zurückkommen will. Genau. Und aber ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, weil ich liebe diesen Mann und ich würde den so gerne wiederhaben. Und das Ganze hin und her geht seit 8 Monaten. Genau. Jetzt. Mhm. Ich habe... Warum hat er denn, wenn er dich liebt und wenn er dann auch noch ständig sagt, er kommt zurück, wieso hat er dich verlassen, euch verlassen? Ich weiß es nicht. Hat er nicht erklärt? Dummian, ich gehe davon aus, weil ich habe nach der Entbindung von der Laura habe ich 115 Kilo gehabt. Mhm. Und da habe ich in 4 Monaten 50 Kilo abgenommen, seitdem der weg war. Wow. Und mittlerweile ist es soweit, ich bin magersüchtig. Mhm. Also ich habe jetzt mein altes Gewicht wieder, ich nehme auch nicht mehr zu. Ja. Aber es wird immer schlimmer und ich... Aber man muss doch eigentlich offen miteinander reden. Hat er das nie erklärt, warum er dich verlassen hat? Nee, seitdem das Kind auf der Welt ist, hat er mich nirgendwo mehr mit hingenommen.
Er hat immer gesagt, du bleibst zu Hause, du gehst nicht weg, aber er durfte dann immer samstags weggehen und sonntags mittags erst wieder nach Hause kommen. Hast du den Eindruck, dass er sich für, dass er sich geschämt hat für dich, weil du so zugenommen hattest? Ja. Aber er will es nicht zugeben. Hast du den Eindruck, dass du für ihn auch unattraktiv warst, weil du so dick geworden warst? Anscheinend. Auch nicht sexuell? Der hat mich nicht mehr angepackt, der hat nur noch schlechte Laune gehabt, wenn er nach Hause kam. Mhm. Der hat mich ja schon mehr wie einmal geschlagen, aber ich habe es mir immer wieder verziehen. Mhm. Die Anzeigen habe ich immer wieder zurückgezogen. Hat er dich auch vorher auch geschlagen? Nee. Das nicht? Nein. Wie lange seid ihr so, schon ein Paar? Wie lange kennt ihr euch? Also am 20. Juni 99 sind wir zusammengekommen. Ja. Und am 9. Oktober 2000 haben wir geheiratet. Also gerade an dem Geburtstag von meiner Schwiegermutter. So, ja. Und meine Schwiegermutter, das ist auch so ein Biest, weil die sagt immer, Micha, was willst du mit der Frau? Mhm. Geh weg, die ist nichts für dich. Gut, lass mal die Schwiegermutter mal raus. Er ist auch in deinem Alter um den 23. Das Verhältnis, bevor das Kind kam, würdest du sagen, dass es toll war und schön, so wie man sich das wünscht? Ja. Ja, rundherum alles, stimmt. Genau, ich bin nach arbeiten gegangen und hat meinem Mann gesagt, wenn du schwanger bist, du treibst das Kind nicht ab. Ja, das heißt, also es war auch nur ein Wunschkind von euch beiden, letztendlich. Ja. Und der Sex und so war auch alles gut. Ja. Mhm. Wie viel hast du da gewogen in der Zeit? Wo ich noch kein Kind hatte. Mhm. 62 Kilo. Also ganz normal. Ja. Und dann hast du aber so wahnsinnig zugelegt. Wie kommt das? Ich habe während der Schwangerschaft Probleme gehabt. Ja. Ich habe nur erbrochen, habe im Krankenhaus gelegen. Ja. Und da hat er mich auch nie besucht. Hat er dich nicht besucht? Nein. Der war nur mal 5 Minuten da und dann ist er wieder gefahren. Mhm. War er bei der Geburt des Kindes dabei? Ja, er hat gesagt, das wäre peinlich gewesen. Peinlich? Ja, weil ich so Schmerzen hatte. Mhm. Und die Rückenmarksnarkose, die haben die mir erst eine Stunde, bevor sie die geholt haben, mit der Zange gelegt. Und da hatte das auch nicht mehr gewirkt. Mhm. Und was war peinlich? Weil ich so geschrien habe, weil ich so Schmerzen hatte. Nur die Schmerzen waren peinlich? Und dass du geschrien hast? Mhm. Er hat gesagt, das wäre normal, jede Frau hätte Schmerzen. Und er muss es ja wissen, ne? Die haben mich ja geschnitten. Und das habe ich ja alles gespürt. Und zugenäht, das habe ich alles gespürt. Und das Kind, das war ja auch 2 Tage lang nicht bei mir, weil ich hatte diese Schwangerschaftsdepression. Mhm. Ach so. Mhm. Und das konnte der nicht verstehen. Mhm. Als ihr dann nach Hause gekommen seid, du und das Kind, das Mädel, wie war er da? War er da schlagartig verändert? Nein, ja. Der hat 3 Wochen Urlaub gehabt. Mhm. Und da hat die Sturzblutung bekommen, hat mein Mann gesagt, ja, und sieh doch zu, wie du klarkommst. Und ich musste alle 2 Tage mit ihr zum Doktor, weil die im Krankenhaus das Knie verbrannt haben. Ja. Und also der ist nachts aufgestanden und nichts, der hat gar nichts mehr gemacht. Du würdest sagen, durch die Geburt des Kindes ist das ein ganz anderer Mensch geworden. Ja. Mhm. Während der Schwangerschaft, wie hat er sich da verhalten? Abweisend. Auch abweisend schon. Ja. Mhm. Also vermutest du, dass er letztendlich das Kind doch gar nicht haben wollte? Gehe ich von aus. Der sagt mir jetzt immer, ich wollte ja nur das Kind haben. Dabei hat er mir das im Brief geschrieben, dass er sich auch auf das Kind freuen würde, wenn wir eins kriegen. Das sagt er heute, du wolltest das Kind ja nur. Mensch, Jenny, was du mir jetzt alles erzählst, ne? Klingt aber so beschissen. Entschuldige, wenn ich das so derb ausdrücke. Dass ich fast gar nicht verstehen kann, dass du an dem noch hängst. Wie der dich behandelt und der euer gemeinsames Kind behandelt. Das Problem ist, mein erster Freund, der ist gestorben. Der Michael ist ja auf gut Deutsch mein zweiter Freund. Mhm. Und mein erster Freund, der ist gestorben, Leberzirrhose. Und da bin ich auch dem Alkohol verfallen. Und dann habe ich wieder jemanden gefunden, den ich wieder so lieben kann. Moment, du bist auch dem Alkohol verfallen? Ja, ja. Kurze Zwischenfrage. Das ist ein junger Mann, der ist an Leberzirrhose verstorben? Der war 35 und ich war 16. Ach so. Und dann warst du auch alkoholsüchtig? Ja, aber ich hatte Glück gehabt. Ich habe meine Lehre gehabt. Mhm. Und ich habe einen Chef gehabt, der hat zwar immer gesagt, wenn du besoffen kommst, fahre ich dich nach Hause. Mhm. Der hat das aber nie getan, weil ich den angeschrien habe und habe gesagt, hier, du kannst nicht mehr. Also du hast es auf jeden Fall geschafft. Daher auch gerade dein Hinweis an den Daniel, dass er schaffen würde. Jetzt verstehe ich das ja erst richtig. Also 4 Monate hatte ich... Weißt du, Jenny, entschuldige, ich kann natürlich verstehen, dass man dann glücklich ist, wenn man jemanden gefunden hat. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt im Nachhinein denkst, Mensch, die erste Zeit, die war ja richtig schön. Aber nichts darf darüber hinwegtäuschen, dass der Typ dich jetzt seit 8 Monaten, nein, eigentlich seit 17 Monaten, so alt ist die Kleine, richtig derb schlecht behandelt. Und dass da überhaupt kein Respekt, keine Achtung, keine Liebe zu sein scheint. Denn so geht man ja nur nicht mit einer Partnerin um. Das, was mir noch durch den Kopf geht, er hat vor 3 Jahren, wie wir uns kennengelernt haben,
hat er zu der 16-Jährigen gesagt, geh nochmal 3-4 Jahre auf die Weide und dann reden wir nochmal darüber. Mhm. Weil die wollen ja auch schon was von denen. Mhm. Und vielleicht ist das jetzt deswegen der Grund, dass er das nur so gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dass du viel zu sehr spekulierst und dass du viel zu sehr, vielleicht auch die Zeiten verklärst, die schön waren mit ihm und deshalb an ihm hängst. Jetzt hört sich das alles ganz schlecht an, sage ich dir, von außen. Ganz schlecht. Eigentlich gehörte der vor die Tür gesetzt. Und es wäre so gut, wenn du das schaffen könntest, ein bisschen auf Distanz zu gehen. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich auf Distanz. Es fällt dir doch eigentlich, es geht doch auch ganz einfach, wenn er das Kind nicht sehen darf im Moment. Ja, aber das gehe ich jetzt ganz durch. Ich habe schon vom Doktor geschrieben bekommen, dass das mit der Trennung von meinem Mann zusammenhängt. Mhm. Weil wenn es mir schlecht geht, geht es dem Kind auch schlecht. Mhm. Mhm. Der Michael ist einfach der Meinung, er ist kein Familienmensch. Er ist der Vatersache nicht gewachsen. Das hat er mir ja schon gesagt am Geburtstag von der Laura. Weißt du, Jenny, du kannst ihn dir auch nicht hinbiegen, so wie du ihn gerne haben möchtest. Alles, was du jetzt erzählt hast in der letzten, während des Gespräches, klingt alles schlecht über diesen jungen Mann. Alles. Da ist aber auch nicht ein Punkt, wo ich so dachte, naja, komm, dann müssen wir ihm jetzt eine Chance geben oder da ist er vielleicht doch noch hinbiegbar. Ich glaube, das Richtige ist, wenn du es schaffen könntest, zu gehen, Nein zu sagen. Und nicht an ihn zu klammern. Mach dich nicht klein, bettel nicht. Ich glaube, du bettelst sogar noch, dass er zurückkommen soll. Ne? Ja. Wenn der hier ist. Nein, das darfst du nicht machen, Jenny. Domian, wenn der hier ist, ich falle jedes Mal auf die Knie. Oh, nein, das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Ich pack das aber nicht. Doch, das wirst du schaffen. Das ist so schlimm, das ist so erniedrigend, wenn ich mir. Du fällst wirklich auf die Knie, wirklich? Ja. Ich klammer mich bei dem an die Beine fest und will ihn wieder haben. Ich will ihn gar nicht mehr gehen lassen. So kriegst du nicht, Jenny. Und du fühlst dich dabei immer kleiner und immer nichtiger. Das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Das schaffst du auch alleine. Du hast ein nettes, gesundes Kind. Das sollte ja schon genug Kraft geben und dir helfen, nach vorne zu gucken. Du bist ja nicht ganz allein. Du hast ja das Kind. Klammer dich doch nicht an diesen Mann. Hab doch noch ein bisschen Selbstwertgefühl. Und so kriegst du ihn sowieso nicht. Durch Klammern und um die Knie packen. Der wird dich verachten. Weißt du das? Der wird denken, diese Klette habe ich wieder unten an meinen Beinen hängen. So denkt der. Wenn ich versuche, stark zu bleiben. Wenn du versuchst, stark zu bleiben, bedeutet das, erstmal Nein zu sagen, ihn nicht zu sehen. Ein halbes Jahr Pause zu machen. Und dann gucken wir weiter. Das kriege ich nicht durch beim Jugendamt. Nee, dass du auf jeden Fall Nein sagst für dich selbst. Und wenn er das Kind besucht, dass du distanziert bist. Ich weiß, das ist höllisch schwierig, aber es geht nicht anders. Du kannst es nicht erzwingen und hinbiegen, Jenny. Du kannst es nicht. Ich kann dir nichts weiter sagen. Ich weiß, das ist hart und da muss man alleine durch. Aber ich sag's dir nur als ganz Fremder von außen. Mach bitte nicht mehr solche Aktionen und knie vor dem nieder und pack die Beine an. Das ist so schlimm. Alle Achtung, die vielleicht noch für dich da war, ist dadurch kaputt gegangen bei ihm. Ich könnte es schwören, es ist so. Stell dir das doch mal umgekehrt vor. Vor dir kniet jemand und bettelt und bettelt. Und macht er ist ja damals auch, habe ich Schluss gemacht, weil ich nicht mehr wollte. Und da kam er halt immer an, da ist er zu meiner Mutter. Und irgendwann habe ich mir Gedanken gemacht und habe gedacht, komm, es ist sowieso nicht wert. Den anderen einfach. Das glaube ich auch, der ist es nicht wert. Das glaube ich, so wie du ihn schilderst. Und ich bin sicher, dass wenn das am Anfang... Du hast gerade so zu dem Daniel gesagt, der schafft das. Und so wie du deine Alkoholsucht besiegt hast, du scheinst ja ein starkes Mädchen zu sein. Die habe ich durch Arbeit besiegt. So, egal wie, aber du hast es besiegt. So kriegst du dieses auch hin, Jenny. Hundertprozentig. Du musst es aber wollen und du musst es auch tun. Wenn du dich aber auf die Knie vor dem wirfst, ist das immer ein Rückschritt. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Jenny. Jo, danke. Tschüss. Kann ich ein Autogramm von dir bekommen? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja. Alles Gute und halt durch. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Ricky, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Nee, ja. nicht Ricky, sondern Rick, ne? Genau. Hallo. Kannst du aber auch Ricky sagen. Hallo, Rick. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen.
Um was geht's? Es ist Folgendes. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Riesenfan von Nana Mouskouri. Mhm. Und war am Samstag mit meinem Freund in Essen im Konzert. Nein, ist sie zurzeit auf Tournee? Jo. Ach. Sie ist in Deutschland auf Tournee. Trägt sie noch immer die Brille? Sie trägt sie noch, ja. Aha, in Essen ja. Bei Nana Mouskouri. Genau. Was sind denn da für Leute? Wer geht zu Nana Mouskouri? Was das für Leute sind? Ja, außer dir jetzt und deinem Freund, wer war da noch so? Sind das junge, alte, schräge? Überwiegend wohl schon so mittleres Alter. Ja. Konservative Leute eher. Ja. Aber du, es tummeln sich auch sehr viele junge Männer. Junge Männer? Die tummeln sich da auch rum, ja. Und sonst überwiegen mehr die Frauen? Eigentlich, das hält sich eigentlich so die Waage, sag ich ja. mal. Obwohl, da werden oft die Männer mitgeschlört, sag ich mal. Wie war denn die Stimmung? Ja, also von Stimmung wollen wir mal gar nicht reden. Nee. Es kam keine Stimmung auf und ich bin auch sehr enttäuscht, aha, sag ich mal. Ich dachte, du würdest jetzt jubeln und sagen, das war ein sensationelles Konzert. Nein, eben nicht. Mhm. Eben nicht. Ich hab's wohl schon erlebt, dass es wirklich sensationell war. Aber was die Frau da am Samstag in Essen abgeliefert hat, das war die Katastrophe überhaupt. Ach, ich dachte, wenn die Weiße Rosen aus Athen singt, liegt der Saal weinend auf dem Boden. Und also die Weißen Rosen, die singt ja mittlerweile nur noch als Zugehappe. Ach so. Die ist ja gar nicht mehr im Hauptprogramm drin. Und das ist auch eines der wenigen Deutschlieder, die sie wohl noch auf die Reihe kriegt. Also, was war schlimm? Erzähl, was kritisierst du? Also es war, sag ich mal, sie ist auf den Tönen rumgerutscht. Das war einfach nur grausam. Ach. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich wirklich ein Fan von ihr bin, aber ich fand das eine Unverschämtheit. Ich sag mal, eine Karte, die hat 32,50 Euro gekostet, ja. Und sie kommt nach Deutschland. Und für mich hörte sich das so an, als wenn sie eine halbe Stunde vorher sich ihre alten Schallplatten angehört hat und hat dann danach gesungen. Ja. Sie hat aber ein Live-Orchester dabei. Ja, ja, das hat sie. Aber das war so grausam und so schrecklich, ich war richtig, muss ich ehrlich sagen, ich war wütend. Also du kritisierst, dass sie einfach falsch gesungen hat? Ja, das war, ich sag mal so, wie man das halt eben kennt, wenn sie da halt im Fernsehen auftritt oder von ihren Platten, klar, kann man nicht vergleichen, wenn ihnen jemand live singt. Mhm. Aber ich denke mal, ein bisschen besser vorbereitet hätte sie sein können. Ja, dann kritisierst du, dass sie kaum deutsche Titel gesungen hat? Nee, weniger, sie hat ja nicht viel deutsche Lieder gesungen, aber die hätte sie vernünftig singen müssen, denke ich mal so, ne? Aber was das Schlimmste war, sagst du, ich hatte früher zwei Nana Mouskouri Schallplatten zu Hause, ja? LPs, zwei, die waren alle beide deutsch gesungen, deutsche Sachen. Ja. Aber was das Schlimmste war, was zu sagen? Ja, ich meine jetzt noch dazu, dass sie hat ja in den letzten Jahren hat sie ja kein neues deutsches Album mehr rausgebracht. Sie bringt ja nur noch Best of. Mhm. Da kommt ein anderes Cover drauf und fertig ab. Ja. Und das war das Erste, was wo ich mich schon drüber geärgert habe im Foyer, dass das Programmheftchen, das war ein altes übrigens. Da wurde zum 20. Jubiläum drin gratuliert und so, und sie ist ja mittlerweile schon 46 Jahre auf Tournee. Und ich habe da vor 2 Jahren habe ich da 10 oder 15 Mark bezahlt, und da haben die am Samstag 12 Euro für verlangt. Das ist ein Ding. Fand ich also unverschämt schon. Aber du warst gerade, das Schlimmste war? Ja, das Schlimmste war dann, dass sie, also das kannte ich eigentlich nicht von ihr, dass sie zickig geworden ist. Ich meine, sie ist jetzt 68 mittlerweile. Mhm. Aber dass sie da halt eben zwischendurch schon mal mitten im Lied aufgehört hat und hat dann geschimpft, wenn da irgendwo aus einer Ecke ein Blitz kam und so. Sie wollte nicht, dass man sie anblitzt und so. Das kann ich auch verstehen. Das tut weh in den Augen und die Konzentration lässt nach. Habe ich Verständnis für, ne? Und ich habe dann auch kurz Ärger mit den Ordnern gehabt, weil ich auch mal mein Fotoapparat gezückt habe. Habe aber versucht, ohne Blitz zu fotografieren, was natürlich nicht funktioniert hat. Na gut, das hat sich dann auch erledigt. Also, wenn die Stimmung so schlecht war, gab es auch Buhrufe? Nee, das nicht. Das nicht? Nee, also es wurde so höflich applaudiert? Ganz genau. Aber der Saal brodelte nicht? Nein, überhaupt nicht. Der Saal war auch nicht voll. Auch nicht voll? Wie viele Leute waren da?
mal, lass es vielleicht 1000 gewesen sein. Wo war es denn in Essen? In Essen in der Grugerhalle. In der Grugerhalle, ja. Ah, ja. Mhm. Also mich wundert das so mit der Stimme, denn das ist ja nur so ein Profi, diese Frau. Genau. Da sollte man doch glauben, dass sie das mit links macht. Ganz, ne? Genau. Und, das, ja. Aber es kann ja sein, dass sie einfach nicht gut vorbereitet war. Ja, so sehe ich das. Also sie war einfach nicht gut vorbereitet. Ich sag mal, die Lieder, die sie in Französisch und Englisch gesungen hat, das war auch alles okay. Mhm, ne? Das, das war, also die Stimme, das stimmte alles. Nur halt eben die deutschen Lieder, das war ihm grausam. Also da fühlt man sich als Fan sehr verarscht, ne? Ja, genau. Wenn man sich auf den Star freut. Ganz genau. Und man hat das Gefühl, der Star nimmt das gar nicht ernst und huscht das so runter. Ja. Wie gesagt, also vor 2 Jahren hätte ich ihr das auch noch verziehen. Ne? Da da wäre nie eine Kritik von mir gekommen, ne? Der Frau gegenüber. Warum nicht? Wenn sie es da genauso gemacht hätte? Ja, nee, weil ich da, sag ich mal, da war ich noch zu euphorisch. Also so. Da waren Nana Muscuri-Lieder, das war also. Nicht mein Ein und Alles, ne? Hm. Und aber was ich dir eigentlich erzählen wollte, was eigentlich das Schlimmste war. Noch schlimmer. Ja, zum Schluss rennt ja dann so der harte Kern rennt ja dann so zur Bühne hin, ne? Ja. Und hat sie ja dann auch. So ein paar Leute gehen ja dann auch hin. Ja. Und unter anderem ich natürlich auch. Und jetzt standen wir dann da, so halt eben so in den 4 Reihen ungefähr, ne? Ja. Und ich war so in der 3. Reihe. Und auch ziemlich mittig von der Bühne. Und alles holte dann, fing an zu fotografieren und blitzte da rum wie verrückt. Mhm. Und da hatte sie nichts dagegen gehabt. Sie ließ sich das gefallen. Mhm. Ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, naja, dann nimmst du dein Fotoapparat auch und machst mal ein paar Fotos. Ne? Ja. Ja, und dann ging das dann auch los. Und plötzlich, als sie wieder eine Zugabe singen wollte, sie fing gerade an und in dem Moment hatte ich wohl auch gerade geblitzt. Mhm. Da hört die auf zu singen, guckt mich an, aber wie, also ein richtiger böser Blick und faucht mich da an. Wie können Sie mich jetzt hier anblitzen, wenn ich singen will? Wie können Sie so egoistisch sein? Ich habe gedacht, wo ist das Loch, in das ich jetzt versinken kann? Uiuiui. So, ich verstehe schon, seitdem hat Nana Muscuri jetzt bei dir verspielt. Also die Lieder höre ich trotzdem noch gerne. Was ist denn dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Ja. Darum bin ich noch bei dir. Kenne ich gar nicht. Das ist, es wurde Frühling im September. Wow, es wurde Frühling im September. Ja, das ist ein sehr schönes Lied. Also, Rick, das war jetzt eine sehr, sehr kritische Anmerkung zum Auftritt von Nana Muscuri. Ja, ich habe also, sie hatte nachmittags, hatte ich noch einen Bericht im WDR gehört, dass sie also mit dem Gedanken spielte, 2004 aufzuhören. Ja. Da habe ich zu meinem Freund gesagt, weißt du was, jetzt am Samstag, das war mein Abschiedskonzert von ihr. Also, da meinst du, ist es schon ganz gut, wenn sie aufhört 2004? Ich denke mal, ja. Wär doch besser. Zurück, wenn wir jetzt eine ganz normale Radiosendung wären mit Musik, hätte ich natürlich gerne jetzt ein bisschen Nana Muscuri gespielt, aber das geht hier bei uns leider nicht. Ja, hätte ich mich trotzdem gefreut. Ich freue mich immer noch, wenn ich ihre Lieder höre und so. Also das wird sich nicht ändern. Na gut. Nur halt eben die Frau hat Minuspunkte bei mir gesammelt. Ich danke für deinen Anruf, Rick. Ja, nichts zu danken. Tschüss. Wünsche dir noch eine schöne Nacht. Jo. Alles Gute. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Hildegard, 75 Jahre alt. Guten Morgen. Ich bin's. Ja, ich bin's auch, Hildegard. Grüß dich. Mann, ich freue mich, dass du da bist. Grüß dich auch. Ja, ich bin so ein bisschen irritiert. Ich gucke sonst immer im Fernsehen. Heute ist kein Fernsehen. Ja, und das habe ich nicht gewusst. Aber ist ja auch egal. Wir können uns ja so auch gut unterhalten. Ja, das geht. Ja. Um was geht's denn, Hildegard? Warum hast du angerufen? Es geht um diese böse Krankheit Alzheimer. Ah, ja, ja. Und ich bin davon 2-mal betroffen. Inwiefern? Meine Tochter ist 53. Ja. Sie ist seit 2 Jahren schon im Heim, weil sie niemand aus ihrer Familie mehr erkennt. Ach. Und jetzt ist mein Mann, ich weiß es, seit 2 Jahren ist er in Behandlung. Ja. Und jetzt ist er auf einmal ganz zusammengebrochen. Wie alt ist dein Mann? 77. 77. Wir sind 54 Jahre verheiratet. Gratulation. Gratulation. Jetzt ist das Leben doch sehr schwer. Das glaube ich. Der Mann hat es und die Tochter hat es. Ja. Mhm. Wo ist dein Mann denn noch bei dir zu Hause? Mein Mann ist jetzt im Oktober, Mitte Oktober, hat er abends noch hier in meiner Küche am Tisch gesessen und ich habe ihn gefüttert. Ja. Also er
kennt uns alle noch. Ich hoffe auch, dass er uns jetzt noch erkennt. Ja. Aber er ist am anderen Morgen dann nicht mehr wach geworden. Ist so eine Art Koma gewesen. Ach so. Und das heißt, er ist jetzt in einem Pflegeheim? Nein, ich habe ihn wieder zu Hause. Du hast ihn zu Hause? Und er ist immer noch im Koma? Nein. Nein. Er ist nach 10 Tagen dann wieder wach geworden. Ach so. Mhm. Also, es heißt, er hat die Augen aufgemacht. Ja. Aber er spricht seitdem kein Wort mehr. Also der Zustand hat sich nach dem Koma erheblich verschlechtert. Er hat vorher, ja, haben wir uns noch unterhalten können, wenn auch nicht über schwere Themen oder über Probleme, aber... Hildegard, was waren denn die ersten Anfänge dieser Krankheit, die du beobachtet hast, sowohl bei deinem Mann als auch bei deiner Tochter? Wie, meine Tochter ist verheiratet. Und sie hat auch schon die Silberhochzeit hinter sich gehabt. Ja, es geht 30 Jahre, dass sie verheiratet ist. Ja. Und der Ehemann hat sie übrigens nicht im Stich gelassen. Ja. Sie ist jetzt seit 2 Jahren im Heim, aber sie erkennt uns nicht mehr. Ja. Wie hat es angefangen bei ihr? Einfach, dass sie manchmal durcheinander war, alles vergessen hat. Mhm. Also mit der üblichen, so einer ganz normalen Vergesslichkeit fängt es an. Das fängt das mit an. Gab es Phasen, das war bei deinem Mann auch so mit der Vergesslichkeit, so fing ja, es an. Ja. Mhm. Gab es bei deiner Tochter, ich frage jetzt mal auf die Tochter, weil die noch so jung ist, gab es da auch Momente noch, wo ihr klar war, dass sie diese Krankheit hat? Gab es so wache Momente, wo man ganz normal... Es gab, also, es ist so schwer zu erklären. Sie ist auch jetzt schon seit 2 Jahren, dass sie niemand mehr erkennt. Mhm. Und da sie noch sehr jung ist, habe ich sie wochentags bei mir gehabt und habe sie gepflegt. Mhm. Und es war erst, man konnte sich noch über verschiedene Sachen mit ihr unterhalten. Gab es mal den Satz, Mama, ich weiß, ich habe Alzheimer? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Aber als sie das erste Mal in Behandlung war, da wollte sie nicht haben, dass wir als Eltern das überhaupt wissen. Mhm. Also da hat sie schon diese Krankheit, sie hat gewusst, dass mit ihr was nicht stimmte und das wollte sie nicht wahrhaben. Würdest du sagen, dass diese Krankheit die Menschen, ja, ich würde mal sagen, in so eine Zwischenwelt wegnimmt von uns? Genau. Mhm. Mhm. Genau, es ist einfach, die Menschen werden ganz unberechenbar. Mhm. So von einem Moment auf den anderen springen die Gedanken bei denen. Und bei meinem Mann habe ich vor Jahren gemerkt, es ist erst gar nicht, hat man den Verdacht gekriegt. Da war es mit der Tochter auch noch nicht akut. Mhm. Aber er hat sehr viel Blödsinn gemacht. Mhm. Er hat zum Beispiel meinen Fahrradschlauch flicken wollen. Mhm. Er hat sich auf den Balkon gesetzt und hat aber vorher den Schlauch im Spülstein geprüft, hat den Wasserkran offen gelassen und hat sich auf den Balkon gesetzt und ich kam, ist meine ganze Küche überschwemmt. Mhm. Also solche Sachen hat er das vergessen. Mhm. Jetzt geht es deinem Mann ganz schlecht. Jetzt ist er gar nicht mehr ansprechbar. Und du weißt auch gar nicht, ob er dich wahrnimmt, richtig? Doch, das schon. Doch, er erkennt mich noch. Ja. Kann er denn alleine essen und aufs Klo gehen oder wie geht das? Ach, gar nichts mehr. Er liegt nur im Bett mit Pampers um. Oh je, das machst du alles alleine? Mein Sohn lebt mit im gleichen Haushalt. Ja. Und er hilft mir sehr in der Pflege. Aber das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Es ist ja so, bei einer Krankheit, die nicht heilbar ist, bei einem Pflegefall, können die Menschen ja nur 14 Tage im Krankenhaus bleiben. Mhm. Weil es ist einfach dann zu teuer und er hätte ins Pflegeheim gemusst oder nach Hause. Mhm. Und wenn er ins Pflegeheim in meinem Heimatort wäre, war kein Platz frei. Also ich finde das ja, ich habe ja hohen Respekt davor, dass du in deinem Alter mit 75 das machst, auch wenn auch zusammen mit dem Sohn. Ich glaube, dass es letztendlich für den Patienten immer schöner ist, zu Hause zu sein. Das bisschen, was er noch wahrnimmt. Nach 54 Jahren Ja. gibt man nicht auf. Nein.
Aber da wie ist das Gefühl so, man gehört zusammen im Guten wie im Bösen. Ja. Also man kann einfach nicht. Ja, ja. Und ein Heimplatz wäre vielleicht 30 Kilometer von hier entfernt gewesen. Da hätte ich gar nicht hingekonnt. Hildegard, wie gehst du denn mit diesem Schicksal um, zu wissen, dass dein Mann nie wieder gesund werden wird? Dass du ihn eigentlich in den Tod pflegst? Ich habe schon bei meiner Tochter viel geweint. Mhm. Jetzt ist einfach, ich beiß die Zähne zusammen und ich tue, was ich kann. Mhm. Wenn ich an sein Bett komme, ich habe ein kleines Zimmer gehabt, es war unser Esszimmer hier. Mhm. Das habe ich ausgeräumt und da ist jetzt sein Pflegebett drin. Mhm. Und wenn ich reinkomme, ich sage, hallo mein Schatz. Und alle paar Tage kommt dann schon mal, dass er so, ich weiß nicht, ob die Antwort passt. Wenn ich was frage, bekomme ich ein Ja zu hören, weiß aber nicht, ob das Ja jetzt so gemeint ist, wie ich es auffassen will. Das Verrückte das Schlimme oder das Traurige an dieser Krankheit ist ja, dass man wirklich nicht weiß, was der Kranke noch empfindet, ne? Und was er mitkriegt. Ja. Aber du sprichst ganz normal mit ihm. Du fasst ihn auch an, streichelst ihn mal über die Haut, über die Wange und. Genau. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel, wenn ich ihm ein Küsschen gebe und ich drehe meinen Kopf und halte ihm die Wange hin, dann kriege ich ganz viele Küsschen auf die Wange zurück. Ach, wie nett. Und auch schon mal im Krankenhaus hat er nochmal die Hand gehoben und gewunken, wenn ich wegging. Mhm. Aber das macht er jetzt auch schon nicht mehr. Aber da musst du ja nun wirklich sehr viel wegstecken, wenn die eigene junge Tochter so eine schwere Krankheit hat und jetzt der Mann auch. Aber du glaubst nicht, wie stark man ist, wenn man sich damit abfinden muss. Es ist einfach, man darf sich nicht gehen lassen, Man muss durch. Und bist du denn mit deinen 75 Jahren noch einigermaßen fit oder hast du auch einige Krankheiten, die dich sehr belasten? Ach, man hat so vieles. Die Wehwehchen sind jetzt alle unwichtig geworden. Ja, klar. Man hat dann die Aufgabe vor Augen. Ich kann nicht mehr sehr gut laufen. Ich habe so eine Gehhilfe. Wenn ich in eine Stadt gehe, dann muss ich eben... Jetzt muss ich wieder sehr viel laufen, sonst hat mein Sohn mich mit dem Wagen zum Einkaufen gefahren. Jetzt können wir ihn ja nicht alleine lassen. Ja, aber gut ist ja auch noch, dass du deinen Sohn im Haus hast und dass er dir zur Seite steht auch. Ja, ich bin mittlerweile auch schon zweimal Urgroßmutter. Ja, das ist doch auch schön. Das ist mein ganzer Stolz. Ja, das glaube ich. Und ja, mein Sohn ist dann folgedessen auch Opa. Man muss die Tochter hat keine Kinder gehabt. Man muss ja in allem Unglück, in dem man dann so lebt, auch immer noch das Schöne sehen. Und wenn du jetzt deine Enkelchen hast, das ist ja Urenkelchen hast, genau. Das ist dann ja auch ein Glück, woraus man auch noch Kraft schöpfen kann. Ne? Da ist man ganz stolz drauf. Ja. Nur jetzt hat man auch nicht mehr so viel Zeit dafür. Ja. Denkst du manchmal, wie oft besuchst du deine Tochter? Ja, das ist es. Sie ist ungefähr 80 Kilometer von meinem Wohnort weg. Mhm. Und da ich selber keinen Führerschein habe und die letzten Jahre war es mit meinem Mann schwierig, so eine Krankheit, die wird ja immer, das geht immer weiter und immer weiter. Dann war erst vieles nicht ganz so auf und dann kam diese aggressive Zeit. Mhm. Aber jetzt ist sie auch ganz, ganz weggedämmert, ne? Und jetzt, ich horch manchmal so, in der Nacht stehe ich auf und ich habe mir so ein Babyfon angeschafft. Ja. Wenn ich eine Husten höre, gehe ich hingucken. Das ist dann der Mann, damit du den Mann hörst. Damit ich es höre, dass er sich nicht mal verschluckt, wenn er hustet und mal... Ich wollte dich fragen, Hildegard, noch auf deine Tochter, die ja nun auch sehr leidet und der es auch sehr schlecht geht. Gibt es da schon mal so Gedanken, die man selbst als Mutter hat, dass man denkt, würde sie doch erlöst? Ja. Mhm. Ich habe auch jetzt im Krankenhaus, haben mir die Ärzte keine Hoffnung gemacht. Mhm. Der Arzt sagte, nachdem er dann wieder die Augen aufgemacht hat, also aufgewacht, ich weiß ja nicht, wie ich mit ihm dran bin. Mhm. Da hat mir der Arzt gesagt, er hätte meinem Mann keine 3 Tage mehr gegeben. Mhm.
aber irgendwie... Soll es noch nicht sein. Soll es nicht sein. Mhm. Liebe Hildegard, ich finde ganz toll, was du machst. Und ich finde, du hast so einen schönen Satz gerade gesagt. Wenn man 54 Jahre, ne, hast du gesagt, ja. 54 Jahre zueinander gestanden hat und beiden zusammen war, dann darf man den anderen auch nicht in der letzten Zeit im Stich lassen. Und da muss man zueinander stehen. Das ist das Wichtigste. Das finde ich ganz toll und ich ziehe meinen Hut und wünsche dir wirklich viel, viel Kraft, die brauchst du für das, was du da zu erledigen hast. Ich finde mich gar nicht toll. Doch. Ich finde, dass ich sowas Selbstverständliches. Dann sage ich, ich finde toll, dass du es selbstverständlich findest. Also ich finde es schon ganz toll. Mein Mann hätte mich auch nie im Stich gelassen. Ja, ja. Das ist sehr schön, so wenn man so eine Einstellung hat. Von Herzen alles Gute, Hildegard. Ja, danke schön. Und von Herzen viel Kraft für die nächste Zeit. Ich habe erst deine Stimme gar nicht erkannt am Telefon. Ja, weil das hört sich anders an wie durch den Fernsehen. Ja, ein bisschen anders, ne? Ja. Ja, es ist anders. Alles Liebe, Hildegard. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. André, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo André. Hallo Domian. Ja, da ist er. Da ist er. Um was geht's bei dir? Ja, grob abgerissen oder grob gesagt, ich bin 15 Jahre mit meiner Frau zusammen, vier Jahre davon verheiratet, aber vielmehr am 4.12. wären es vier Jahre gewesen. Mhm. Und ja, sie ist ausgezogen. Eigentlich von einem Tag auf den anderen, mehr oder weniger. Mhm. Ist eine Woche in Urlaub gefahren. Das war alles schon sehr komisch. Bis ich am Telefon zu ihr gesagt habe, du, was ist los? Ja, es gibt Probleme. Und ihr Originalsatz war, es sind nicht mehr genug Gefühle da, um noch eine dauerhafte Beziehung mit mir zu führen. Aber ihr seid ja dann wirklich eine super Jugendliebe, ne? 15 Jahre, da warst du dann auch erst 15, als ihr euch kennengelernt habt. Ja, wir haben uns in der 10. Klasse kennengelernt. Ist es deine erste Frau? Nein. Nein. Ja, kann man so sagen. Wir haben, ich sag mal, die Hauptschule, wird ja die 10. Klasse nochmal zusammengemixt. Mhm. 10a, 10b, und wir sind alle in der 10b gewesen. Und haben uns halt da kennengelernt und, naja, hatte auch eine Beziehung vorher. Gut, also auf jeden Fall eine ganz lange Sache. Und ganz klar, das hat dich jetzt kalt erwischt, dass sie gegangen ist. Vor 3 Jahren haben wir genau das gleiche Problem gehabt. Mhm. Da ist sie auch gegangen. 14 Tage bevor wir in der Doppelhaushälfte eingezogen sind, die meine Eltern gebaut haben und uns angeboten haben, dort einzuziehen. Mhm. Da sagte sie dann eben 14 Tage vor Einzug, du, ich ziehe da nicht mit ein. Mhm. Dann hat das ein halbes Jahr gedauert, war genau der gleiche Zeitraum wie jetzt, Oktober, November. Im Februar, ja, Ende Januar, Anfang Februar sind wir wieder zusammengekommen, mhm. weil ich unheimlich dafür was getan habe und sie nicht gehen lassen habe, sage ich mal. Mhm. Und wie lange ist sie jetzt weg? Knapp 2,5 Wochen. Mhm. Weißt du, wo sie ist? Ja. Wo? Derzeit bei ihrer Mutter. Mhm. Hat aber eine eigene Wohnung jetzt schon. Ach so. Und Samstag ist Umzug. Wir treffen uns regelmäßig. Du würdest gerne mit ihr zusammen weiterbleiben? Jein. Mhm. Was heißt jein? Jein heißt gar nichts. Ich liebe sie schrecklich. Mhm. Sie ist eigentlich der Typ Mensch und der Typ Frau, der mich unheimlich anspricht. Aber sie tut mir wieder sehr weh, verdammt weh. So weh, dass ich momentan nicht ganz mit mir klarkomme und denke oder weiß, dass ich die Ängste, die ich die letzten 3 Jahre vielleicht gehabt habe, nicht nochmal akzeptieren möchte. Ja. Ich wäre, wenn sie jetzt klingeln würde hier und vor der Tür stehen würde, wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf der Welt. Mhm. Vielleicht war das aber damals auch schon ein Warnsignal, das erste Mal, ne, als sie gegangen ist. Das zeugt ja schon von einer großen Unzufriedenheit ihrerseits und unterstreicht das, was jetzt passiert ist, unterstreicht das ja enorm nochmal, dass es vorbei ist, ne? Ist wohl so. Jetzt sitzt du in der Doppelhaushälfte. Richtig. Und bist verständlicherweise nach so vielen Jahren unglaublich traurig. So sieht's aus. Mhm. Aber letztendlich wirst du da durch müssen. Das wird wohl so sein, ja. Das ist wie bei allen Abschieden und Verlusten. Das muss man alleine schaffen. Da gibt's gar keine Technik, gar keinen praktischen Tipp. Das
André, die Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. In der Technik unter Paperitz. Wenn ihr über unsere Themen was wissen wollt, dann klickt ganz einfach mal an www.domian.de. Morgen wieder ein Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Tschüss.